Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ein Unboxing. Ja Leute, wir machen uns das mal hier bequem im Wohnzimmer und hier liegt das gute Stück. Hier haben wir es. Ich nehme das Ganze mit dem Handy auf, deswegen ist das wahrscheinlich von der Unboxing-Quali her jetzt nicht so. Also ich habe kein extra Stativ, deswegen könnte das kompliziert werden. Ich habe die Verpackung hier schon aufgemacht, so kam das Ganze an hier, weil auf der Rückseite steht meine Adresse und das muss jetzt nicht unbedingt sein, denke ich mal. Und ich habe es aber noch nicht ausgepackt. Wir packen das jetzt zusammen das erste Mal aus und gucken mal, wie das Ganze hier so aussieht. Shakes and Fidget 10th Anniversary Edition. Ja, und hier haben wir so ein paar kleine Kristalle drauf hier. Ja. Ist auch sehr gut verarbeitet, muss ich mal so sagen. So, ne? Ich streiche erstmal so ein bisschen die Box, die fühlt sich verdammt nice an. Und jetzt nehmen wir mal das gute Stück raus. Ich versuche das mal mit einer Hand hier alles hinzubekommen. Ja, das klappt schon mal ganz gut. Von der Seite sieht es so ein bisschen, ja, sieht so ein bisschen buchmäßig aus. Guckt mal hier. Da kann man das wahrscheinlich so ein bisschen rausziehen, denke ich mal. Das sieht alles sehr, ja, nice, so in Holzoptik, schwarze Holzoptik verarbeitet aus. Legen wir es erstmal beiseite, damit wir das hier mal wegtun können. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe noch nicht auf die Seite geguckt. Steht hier die Nummer drauf, die Seriennummer? Ja, steht sie. Alter, ich bin relativ spät dran. Wir sind die 340 out of 500, ja. Also wir sind die Nummer 340 von 500 Stück, gibt es davon ja weltweit. Und wir sind Nummer 340, ja. Sehr, sehr cool, sehr wertig auf jeden Fall vom Feeling her. Und ich würde mal sagen, wir versuchen das Ganze mal hier aufzuklappen. Kann man das aufklappen? Nee, man muss es wahrscheinlich so rausziehen, denke ich mal. Gucken, ob ich das mit einer Hand so hinkriege. Ansonsten muss ich mal euch mal gleich ablegen. Es ist mit einer Hand wirklich verdammt schwierig. Ja, na gut. So, ich habe es mal jetzt ein bisschen rausgezogen. Vielleicht kriege ich den Rest jetzt so hin, einfach so. Ja, sollten wir hinkriegen hier. Und hier haben wir, hier sehen wir schon die Map hervorscheinen. So, mal gucken, kriegen wir das jetzt ganz raus hier, ist die Frage. Das wollte ich eigentlich alles auf Video haben. Okay, kaputt. Ja, nee, da ist jetzt nichts weiter mehr drinne. Gut, dann kann das zur Seite und dann haben wir hier die Box. So, hier ist das größte Teil drin. Das wird wahrscheinlich das T-Shirt sein, denke ich mal. Und das werden wir mal gleich als erstes mal, bevor wir den Rest hier mal zeigen, werden wir mal auf das T-Shirt eingehen. Mal gucken. Ich hatte das Motiv ja schon gesehen gehabt mit Free Hugs drauf. Und finde das auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ich denke mal, ich werde es dann mehr so zu Hause anziehen als gemütliches T-Shirt oder mal vielleicht, keine Ahnung, zum Sport mal, ja. Wenn man da mal ein paar Leute umarmen möchte, die einen dann gleich zerdrücken. So. Ist alles gar nicht so einfach mit einer Hand. Hier, so sieht das aus. Free Hugs, Fragezeichen, Ausrufezeichen. So, und dann klappen wir das Ganze mal aus. Das Ganze ist eine XL, ja, in Black von der Marke Master. Sagt mir jetzt nichts. Was sagt hier Wäsche? Bestimmt 30, 40 Grad oder so. Keine Ahnung. Ja, 40 Grad. Gut. Für alle Hausmänner und Hausfrauen. So. Klappe ich das mal ein bisschen aus hier. Wie gesagt, ist alles nicht so einfach mit einer Hand. Aber das Motiv sieht auf jeden Fall sehr cool aus, muss ich sagen. Ja, also das ist schon sehr nice. Das ist schon sehr cool gemacht. Ja, wie gesagt, ist eine XL, ziemlich groß. Ich werde das Ding mal jetzt anziehen, damit ihr das mal an mir seht, wie das aussieht. Dann habt ihr da nochmal einen besseren Überblick drüber. Aber das sieht schon sehr cool aus. Aber ihr seht, es ist ziemlich, ja, ziemlich huge. Aber wir werden das Ganze mal anprobieren. Achso, bevor wir das anprobieren, hier hinten sehe ich noch drauf, hier auf der Rückseite vom T-Shirt ist noch das Logo drauf von Shakes & Fidget noch eingearbeitet. Auch sehr cool, kleines Detail noch auf der Rückseite. So sieht das Ganze jetzt an mir aus. Ja, kann man jetzt so nicht direkt erkennen, aber sitzt ganz gut. Ich werde das Ganze nochmal so im Spiegel zeigen, vielleicht sieht man das da besser. Kleinen Moment. So, mal von hier hinten. Na? Also wie gesagt, das Ganze ist eine XL und jetzt an mir gemessen, ich bin halt 1,85 groß und wiege in etwa auch so
85 Kilo. Also es sitzt einigermaßen gut, würde ich mal behaupten. Ja, hier der Trizeps ist auf jeden Fall am Start. Kleiner Weird Flex hier. Aber ja, ist auf jeden Fall jetzt nicht zu locker. Es ist eigentlich perfekt, würde ich sagen. Also für meine Größe ist es eigentlich nice. Wie gesagt, das Ganze ist eine XL. Ich bin 1,85 groß und wiege 85 Kilo. Ja, sitzt eigentlich ganz gut. So, angenehm auf jeden Fall. Vom Stoff her würde ich auch sagen, ist das auf jeden Fall ganz nice. Sieht man das Logo hier hinten noch so irgendwie drauf? Ne, da ist jetzt meine Kamera davor. Ja, aber ja, sieht auf jeden Fall ganz, ganz nice aus. Kann man auf jeden Fall mal ja, anprobieren. Ganz nice. Also wer mich da nicht umarmen möchte, da weiß ich an der Stelle jetzt auch nicht weiter. So, wir machen mal weiter. Wir sehen hier als nächstes schon direkt die Karte. Die werden wir uns mal als nächstes gleich schnappen und versuchen wieder mit einer Hand aufzubekommen. Ja, das ist ja jetzt hier die Dungeon-Karte, ja, die man kennt von der Schattenwelt und von der Lichtwelt aus dem Game natürlich. So, die wird natürlich jetzt ein bisschen, ja, also die will mich jetzt natürlich ein bisschen rollen an der Stelle. Die werden wir wahrscheinlich so erstmal gar nicht benutzen können. Die muss man wahrscheinlich erstmal ein bisschen, ja, ein bisschen ausrollen lassen. Ja, das ist wieder sehr gut. Auf jeden Fall. Ich habe eine Idee. Das ist auf jeden Fall das beste Opening, was ich auf jeden Fall je gemacht habe. Ich glaube auch das einzige und auch das letzte. So, wir haben es. Mit beiden Seiten haben wir es jetzt festgehalten, bekommen irgendwie, ja, ziemlich relativ klein, würde ich mal sagen. Also das ist jetzt im Vergleich zu meiner Hand so, also es ist fast jetzt von der Höhe her fast so wie meine Hand, so ungefähr. Und das ist, dürfte jetzt hier die Schattenwelt sein, kriegen wir es jetzt so hin, ja. Da sehen wir es nochmal von nah. Wie gesagt, das Ganze hier in Velour-Leder verarbeitet, also ist ein bisschen hochwertiger, ist nicht einfach nur so, ja, mal dahingestickt. Was ich aber leider schade finde, ist, man kann sich das Ganze nicht wirklich an die Wand hängen, weil es natürlich doppelseitig ist. So, jetzt kommen wir mal zur Rückseite oder zur Vorderseite. Ach nee, hä? Ist das? Das soll, glaube ich, die Schattenwelt darstellen, oder? Ja, das müsste denn die Lichtwelt sein. Weil das ist nämlich noch ein Stückchen dunkler hier. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus, würde ich mal sagen. Ja, also man kann sich das Ganze nicht an die Wand hängen, weil ja, weil dann eine Seite verloren geht so, aber im Prinzip sind da ja beide, ja, ist ja auf beiden Seiten das gleiche drauf. Nur hier finde ich das noch ein bisschen heller. Heller finde ich das ein bisschen schöner. Ja, da oben haben wir noch irgendein komisches Zeichen hier. Ich weiß jetzt nicht, wofür das jetzt genau steht. Was auch nice gewesen wäre, wenn die so ein Gimmick hier reingemacht hätten, irgendwie auf einen Leak für den nächsten Dungeon oder so. Ja, hier fehlt ja einer, hier ist ja der nordische Götter-Dungeon, der ist ja natürlich so nicht zu sehen. Ja, ist auf jeden Fall sehr cool. Boah, puh, Alter, das stinkt aber auch wirklich richtig hart nach Leder. Alter, das müffelt aber richtig mies. Na gut, das ist die Karte, so. Dann haben wir hier die Gift-Card, ja. Die ist so richtig plastikmäßig irgendwie, also... Ja, hört man. Ist ganz nice gemacht. Erinnert mich so ein bisschen an so eine Sammelkarte oder sowas. Ja, da sind ja die 1000 Pilze drauf. Die Rückseite werde ich euch jetzt natürlich nicht zeigen, obwohl, warte mal, kann ich den Code hier? Ja, im Prinzip ist es halt, ne? Ja, mehr steht da eigentlich nicht drauf. Zu der Karte hier. Wenn das Ganze ein Coupon ist oder so, weil das kann man ja nur einmal pro Account einlösen, dann werde ich das Ganze verlosen hier, die 1000 Pilze, dann haue ich die an euch raus. Ansonsten, falls das nicht der Fall ist, kommen die auf meinen Battle Mage, weil der kann das momentan gebrauchen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Feature. Und zwar haben wir hier die Postkarten drin. Ja, ich weiß zwar nicht genau, warum. Ja, also es war ganz nett so für andere, aber für einen selbst Postkarten so ist natürlich jetzt, ja, weiß nicht. Also ich weiß auch überhaupt nicht, wer heutzutage überhaupt noch Postkarten verschickt, aber es ist ganz cool, dass sie das damit so ein bisschen am Leben erhalten wollen.
So, da haben wir die Postkarten. Von der Rückseite ist halt überall gar nichts drauf. So. Dann haben wir hier die Taverne, ja. Die Ansicht kennt man, glaube ich, auch aus den Adventure. Also, was mal kommen sollte, aber nicht gekommen ist, weil Kickstarter zu wenig Einnahmen generiert hat. Der Stall ist hier am Start. So. Dann haben wir... Alter, was ist das denn hier? Digga, die... Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ist das auch so, die spielen um den Ring. Den Herr der Ringe hier. Schmein, Schmatz und so weiter. So. Dann haben wir hier die, ja, die Poststelle, ja, ganz nice. Passend zur Postkarte haben wir hier die Post. Letter-O-Matic haben wir hier drauf. Airmail, auch ganz nice. Ja, aber sehr detailreich auf jeden Fall und ja, ist ganz nice to have. Da hinten haben wir irgendeine Karte. Kann mir jemand sagen, was das für eine Karte ist? Ich kann es jetzt gerade nicht, ich weiß, kann es nicht zuordnen, wo die Karte hingehört. Ja, das sind auf jeden Fall die Postkarten hier. Ganz cool soweit, ja. Aber auch nichts Neues so. Man kennt das ja, das meiste hier. Ne? Die Motive hat man ja schon mal irgendwo gesehen. So, und dann bleiben hier nur noch zwei Sachen übrig. Einmal haben wir hier die Goldmünze. Und dann haben wir zwei Poster. Zwei Poster, ne? Ja, das war's. Hier haben wir noch so ein bisschen, ja, ist noch ein bisschen mit Stoff verarbeitet hier. Das ist ganz nice auf jeden Fall. Ja, und dann war es das hier mit der Box auch schon. Wir öffnen mal die Poster und gucken uns mal die Motive dahinter an. Ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen, aber ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich glaube, ein Assassin ist da drauf, oder? Ne, hier haben wir Shakes and Fidget, Underworld. Ne? Oh, hier ist ein Knick drin. Das ist nicht so nice. Ja. Auch generell ist jetzt, also das Poster, das hatte ich schon bei Terra gesehen, das ist jetzt nicht so hochwertig, weil man sieht halt hier, ja, das ist halt nicht so nice hier, ne, diese Striche, das ist nicht so cool. Ich weiß nicht, wie man das anders lösen hätte können, aber ja, das ist halt nun mal so bei so einem Poster, die sind halt jetzt auch nicht so hochwertig. So, und hier ist der Assassine drauf, stimmt, im Vordergrund, nochmal zum 10-jährigen Jubiläum, ja, so sieht das Ganze aus. Und ja, hier hat man auch wieder die Striche, das ist natürlich nicht so nice, ne? Aber von Weitem sieht man das nicht. Man muss nur weit genug weggehen. Gut, kommen wir jetzt zum letzten und wahrscheinlich wertvollsten Objekt aus aus der Collectors Box hier, aus der Collectors Edition, und zwar die Goldmünze, den Rubel, ja, der rollt. Mal gucken, ob ich das irgendwie hier schaffe aufzubekommen, irgendwie da reinzulangen oder so. Ist auf jeden Fall erstmal verpackt hier in so einem kleinen Stoffbeutel, das ist ganz cool, ja, und da flutscht sie auch schon raus. So, da haben wir das gute Stück. Ja, so sieht das aus. Ist relativ schwer, ja, also ist ganz, ganz nice, ist 24 Karat vergoldet, also wie gesagt, das ist kein Vollgold, also von der Wertigkeit her jetzt nicht allzu teuer, so von der Dicke her, so dick ist das. Und ja, hier die Rückseite. So sieht das Ganze aus. Ja, nochmal hier. So sieht das aus. Ja, Kopf oder Kopf können wir hier würfeln an der Stelle. Ja, also ist ganz, ganz nice to have auf jeden Fall. Wie gesagt, ist nichts Wertvolles, weil es halt nur vergoldet ist, aber halt mit 24 Karat. Ich weiß nicht, ob man auch, ja, man kann wahrscheinlich auch mit anderen Sachen vergolden, also was weniger Karat hat, weil 24 Karat ist ja vom Goldwert her, von der Reinheit eigentlich schon mit so das Beste, was man haben kann. Ja, allerdings dadurch, dass es halt vergoldet ist, ist halt wirklich nur ein ganz kleiner Goldanteil hier mit enthalten und von der Wertigkeit natürlich nicht zu vergleichen mit vollem Gold, ja, also mit reinem Gold sozusagen. Ja, trotzdem ist es ganz cool, auf jeden Fall. Ich kann nicht zuordnen, was das jetzt für eine Wertigkeit hat, so, aber ich schätze mal, das ist halt wirklich nicht sehr viel. Ja, und das ist auch die Box schon gewesen hier. Das sind die ganzen Sachen, die hier drinne waren. Ja, das T-Shirt habe ich jetzt momentan gerade noch an, sonst würde ich das dann auch noch mit dazulegen. Und so sieht das Ganze aus. Die Box kommt natürlich zu mir ins Regal, die Box an sich. Für die vergessen ja auch viele, für die bezahlt man ja auch schon, ne? Also die Box an sich ist halt auch schon sehr cool und hochwertig, muss ich sagen.
Und ja, auf jeden Fall für Liebhaber von Shakes & Fidget ist es ja mit so das allererste. Hier ist auch noch Shakes noch unten drauf und hier unten haben wir auch noch so ein bisschen eingraviert hier noch Fidget, ja, wenn man das so sieht. Und ja, für Sammler von dem Game und für totale Fans natürlich ein Must-Have. Für den Preis kann ich es natürlich auch nachvollziehen, dass sich Leute das nicht kaufen, weil 150 Euro für so eine Box ist schon echt sehr, sehr viel, muss ich gestehen. Das ist nun mal so, dadurch, dass die aber halt auch nur auf 500 Stück streng limitiert ist, ne, ist das Ganze ja von der Wertigkeit her nochmal für einen persönlich nochmal, also man hat halt einen anderen persönlichen Wert dazu als, ja, man muss halt einen Wert dazu haben, ne? Also man muss halt schon sehr in dem Game drin sein, um sich das zu bestellen. Ich meine, gut, ob man jetzt nun für 150 Euro Pilze auflädt oder sich das holt, das ist jetzt nun, ja, also hier hat man wenigstens ja noch was Physisches davon, so. Ja, ist ganz nice und ich bereue es auf jeden Fall nicht. Und ja, das war es soweit von dem Unboxing von der Collector's Edition. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ja. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wer von euch sich das ganze Ding hier geholt hat. Und ja, das war's soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.